Marvins neues Video. Hallo, da bin ich wieder. Viele von euch haben es gar nicht mitbekommen. Mein Kanal wurde letztens 10 Jahre alt. Warte, ist er nicht das mit den Fake-Cremes, der das gemacht hat? Wo es dann hieß, dass er hat angeblich einen Prank gegenüber Influencern gemacht, aber irgendjemand meinte, er hat eigentlich Scheiße gebaut und dann war ich irgendwie verwirrt und habe nicht mehr durchgeblickt und dann war es mir egal. Und dann mit A-Hole-Film. Aber bevor ich was so Sachen wie A-Hole und Hydrohype gemacht habe... Ey Mann, ich habe gerade was ganz anderes gehört. ...lange Interviews geführt, weil ich gedacht habe, ich werde der neue Markus Lanz. Aber die Interviews, die waren wirklich kacke. Ich habe mich schick gemacht. Mein Vorbild, ich freue mich. Darf ich Sie duzen? Nein. Gut, dann haben Sie... Wusstet ihr eigentlich, dass ich damals... Hat Ram wirklich drauf bestanden? Mein Joke. Oh, okay, wäre aber witzig. Vor 8 Jahren, meiner Meinung nach, das beste Interview aller Zeiten. Haftbefehl, dürfen wir dir mal eine Frage stellen? Du bist heute beim Echo, freust du dich drauf? Ja, auf jeden Fall. Auf wen freust du dich besonders? Dass ich hier bin. Viel Spaß, Dankeschön. Habt ihr es gemerkt? Haftbefehl und ich sind seitdem so. Ganz ehrlich, ich bin auch der Einzige weltweit, der ihn offiziell Hafti nennen darf. Mein Traum war es auch immer, mit Haftbefehl mal musikalisch zusammenzuarbeiten. Aber ganz ehrlich, wenn ich Hafti wäre und dieser Typ fragt an, ob wir zusammen Musik machen, ich würde ihn überall blockieren und sagen, ruf mich nie wieder an. Aber ich habe meinen Wunsch nie aus den Augen verloren. Und jetzt, 8 Jahre später, hat dieses TikTok alles verändert. Kein Problem, wenn ich nicht namen dich erwähne. Guck mal, Baba, ich hab jetzt radikale Pläne. Kapitale Kriege, wenn ich hier kratze. Den kennen wir doch. Nicht nur Lidl lohnt sich, sondern auch die musikalische Zusammenarbeit mit mir. Das hat auch Poker erkannt, nachdem ich ihn angeschrieben habe. Und schon haben wir uns im Studio getroffen. Und heute werden wir dein Talent nutzen, um einen Fake-Haftbefehl-Song aufzunehmen. Das heißt, Beat ist schon da, da müssen wir noch so ein bisschen dran arbeiten. Text hast du mitgebracht und ich bin mal sehr gespannt, wie es am Ende wird. Ja, ich denke, ich habe die Stimme ein bisschen geschont und müssen wir den Eikut natürlich auch glücklich machen an der Stelle. Ich persönlich bin ja ein riesen Haftbefehl. Außerhalb vom Rappen, gleiche Stimmlage. Alright. Was mich nur ein bisschen stört, ist, dass er noch nie einen Song gemacht hat, in dem Influencer gedisst werden. Und weil Hafti und ich ja bekanntlichermaßen so sind, habe ich gedacht, übernehme ich das doch. Montana Black soll einen Diss kassieren, Knossi, Tanzverbot und Rezo haben wir uns rausgesucht. Also man muss auch dazu sagen, wir wollen uns natürlich nicht mit den Influencer-Freunden verspaßen. Es soll schon noch lustig sein, deswegen gehen wir bei Knossi auf seinen roten Kopf, bei Rezo auf die blauen Haare, bei Monta auf den Lambo und bei... Ja okay, bei Tanzverbot hast du natürlich ordentlich reingeschissen, ne? Ja, bei... Oh Gott, was haben die bei Tanzen gesagt? Tanzverbote. Ich wollte aber trotzdem, dass er lacht und... Was hast du da geschrieben? Che Guevara, ich mach Para, jeder kriegt sein Fett weg. Und Tanzverbot zur Apnenkur, denn jeder kriegt sein Fett weg. Ich habe gesehen, dass über 70% der Leute, die meine Videos schauen, den Kanal noch nicht abonniert haben. Das solltet ihr auf jeden Fall nachholen. Und bei der Analyse meiner Zuschauer ist mir aufgefallen, dass über 30% über 30 sind. Und weil ich auch weiß, dass meine Eltern meine Videos gucken, habe ich mir gedacht, erkläre ich mal, wie wir die Influencer dissen und was diese komischen Wörter so alles bedeuten. Yo, ihr kleinen Hip-Hopper, ich bin MC Anna und ich werfe euch jetzt mal ein paar Lines an den Kopf. Tackkneif, Offenbach, Bauchtasche, Starterpack, mehr Lambos vor der Tür als der Montana Black. Heißt, Montana Black hat nur einen Lambos und Hafti Abi hat mindestens 2. Baklava vor Kino, Kindheitsdroge, Bum-Bum-Eis. Massaker auf Rezo, Boden voller Schlumpfeis. Rezo, der kleine Zerstörer, der hat doch blaue Haare. Und wenn man einen Massaker darauf macht, dann läuft blaues Schlumpfeis aus. Knossi-Kaffer immer rot. Dis-Spackos mit Anwalt. Tomatenkopf auf G? Prinz Markus von Anwalt. Leute, wisst ihr, wofür Knossi bekannt ist? Immer einen roten Kopf. Und wisst ihr, wer noch einen Tomatenkopf hat? Prinz Markus von Anhalt, der ist dafür bekannt. Che Guevara. Ich dachte, die macht jetzt so. Ich dachte, es geht in eine ganz andere Richtung. Ich dachte, Prinz Markus ist jetzt dafür bekannt, andere umzubringen oder so. Ich mach Para. Jeder kriegt sein Fett weg. Tanzverbot zur Abnehmkur. Jeder kriegt sein Fett weg. Na, das versteht doch wohl jeder. Sheesh. Der Text ist geschrieben, Haken dran und jetzt fehlt nur noch ein guter Beat. Und da bin ich zu Serk gegangen, denn der hat mir auch schon bei meinem letzten Song geholfen. Aslatze zurück, lass wieder Affen aus dem Zoo. Tag live, Offenbach, Bauchtasche, Starterpack. Mehr Lambos vor der Tür als der Montana Black. Da ist er doch.
Da hat auf jeden Fall Baba H gezeigt, dass ganz Rhein-Main-Gebiet nach mir klingt, auf jeden Fall. Poker, du hast mega abgeliefert. Serk wird jetzt noch einmal seine Magie quasi darüber walten lassen, damit das auch am Ende wirklich 1:1 sich anhört wie Haftbefehl. Auch mit dem knacksenden Mikrofon und alles, was für Haftbefehl stimmt. Und dann werden wir mal schauen, wie die Influencer darauf reagieren, dass sie von Haftbefehl gedisst werden. Der Song ist im Kasten und jetzt musste ich nur noch überlegen, wie trage ich ihn hinaus. Ist das auch wieder eine Verarsche, dass die Leute denken, dass es ja real Haftbefehl ist? Und da habe ich mir gedacht, ich inszeniere einen Fake-Instagram-Livestream, in dem es so aussieht, als ob Haftbefehl seinen eigenen Song liebt. Damit Instagram nicht erkennt, dass der Haftbefehl-Livestream vom selben Smartphone kommt wie mein Marvin Wildhage Instagram-Account, habe ich bei diesem Projekt mit einem VPN-Server gearbeitet. Umso cooler, dass der Sponsor des heutigen Videos auch NordVPN ist und mir solch ein Video überhaupt erst möglich macht. Vor ein paar Wochen habe ich auf TikTok eine Influencer-Gossip-Seite erstellt und alle paar Tage zu irgendeinem Thema ein Video hochgeladen. Alles mit dem Ziel, um jetzt den angeblichen Haftbefehl-Livestream zu verbreiten. Alter, der aber ich habe ja Spiel, noch einen Ass im Ärmel, denn ich habe den Sound bei TikTok hochgeladen. Und schwuppsdiwupps ist die Gerüchteküche am Kochen. Haftbefehl ist in Dissler, das Montana, das Tanzi und das Knus. Warte doch mal, Hafti, was ist denn los bei dir? Haftbefehl. Wir setzen Rundumschlag an. Und zwar so sehr, dass es nicht lange gedauert hat, bis Mr. Twitch himself auf meinen Song reagiert hat. Ja, das mag sein, dass Haftbefehl mehr Lambos vor der Tür hat als Montana Black. Das ist halt einfach dieses klassische hast du gehört? Haftbefehl hat dich gedisst? Das ist halt einfach absoluter Quatsch. Und selbst wenn er in seinem Rap sagen würde, keine Ahnung, ich hab von Montana Black die Mutter gefickt, das ist mir sowas von scheißegal, Bruder, das ist Musik. Als wenn ich deine Story mache, ey, Hafti, Digi, hast du wirklich meine Mutter gefickt? Kann ich dich Papa nennen? Das ist so ganz großer Quatsch. An der Stelle kann ich wirklich... Ich mochte die Reaktion, ich fand's witzig, bin ich ehrlich. Nur, ist halt so, wo er recht hat. Ich fand's jetzt nicht so bad, bin ich ehrlich. Ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, also wenn jemand zu meiner Mom was sagen würde, also, den fick ich, den mach ich fertig, den hau ich voll aufs Maul. Ich fand's witzig, die Reaktion. Ein Respekt, wie sportlich Monte mit der Situation umgegangen ist. Und die zweite Reaktion, die ließ auch nicht lange auf sich warten. Ich weiß auch nicht, warum Haftbefehl mich gedisst hat. Haftbefehl hat ganz viele Influencer gedisst. So, Tanzverbot, irgendwas, aber nicht schlimm oder so. Aber irgendwie habe ich das, ich habe den Diss nicht verstanden, also warum er das gemacht hat. Also wir hatten nicht mal Kontakt in unserem Leben miteinander. Nie. Null. Jetzt habt ihr Kontakt. Bei Tanzverbot habe ich ehrlicherweise den Eindruck, dass der das nicht ganz so sportlich nimmt. Ich hoffe ja, dass es dann noch einen Diss-Track zurück gegen Haftbefehl gibt. Und dann habe ich gesehen, dass... Hä? Aber... Was heißt sportlich, dass er es nicht ganz so sportlich nimmt? Das sehe ich jetzt aber nicht so. Also ich finde, es war eine normale Reaktion. Er hat es doch nur hinterfragt, ja genau so. Sowas wie, hey, warum hat er das gemacht? So, der hat es halt nicht gerafft, halt voll verwirrt gewesen. Also ich fand die Reaktion auch gechillt. Ich glaube, was ich nicht gechillt fände, wäre sowas wie, was, der hat mich gedisst? Ich fick den, ich mach den fertig. Und dann rastet er voll aus, so, weißt du so. Das fände ich halt logischerweise nicht korrekt, aber hey, das fand ich jetzt nicht so schlimm. Ist eine Ehre, gedisst zu werden. Okay. News-YouTuber schlechthin das Thema angesprungen ist. Wenn schon nicht die bunte Promi-Flash und Bild darüber berichten, dann ist zumindest auf TJ Verlass. Was sagt ihr? Massaker auf Rezo. Ich muss aber sagen, Track klingt eigentlich dope. Ich bin gespannt, wenn Mix Master draußen ist, dann kann man auch verstehen, was er da sagt. Track klingt dope, muss ich sagen. Der Beat klingt richtig fett. Mein Herz geht auf. TJ hat mich als Produzent... Hey, ich hab das nicht mitbekommen, wann ist das passiert? War es auch mit Minecraft beschäftigt? Oh, war ein bisschen auf TikTok. Weißt du, wie meine TikTok-For-You-Page aussieht? Minecraft. 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 Oh mein Gott, this bug in Minecraft. How to build a modern home in Minecraft. How to build a cottage home in Minecraft. Minecraft Village. 5 Tipps you didn't know about Minecraft. Der Text ist gut, der Beat ist dope und sein Video hat sich dann wiederum Rezo angeguckt. Und der ist ja selber auch Musiker. Und der wird sich jetzt fragen, wer hat dieses Brett produziert? Und jetzt wissen wir es ja. Ich war das. Haftbefehl hat viele Creator gedisst? Ja? Und ich war dabei? Massaker auf Rezo. Also bei Massaker auf Rezo, da würde ich auch so, what the fuck?
In einem Livestream hat er einen Ausschnitt von dem Track gezeigt und sagt dann Massaker auf Rezo. Hat Haftbefehl mich gerade gedisst? Das ist der schönste Tag meines Lebens. Hä, wie cool ist das denn? Ich fühle mich sehr, sehr wohl damit. Ganz ehrlich, dass ich mit meinem Song Rezo den schönsten Tag seines Lebens beschere, das zeigt doch eigentlich nur, dass ich ein super Produzent bin. Ich würde sagen, der Radio Regenbogen Award 2022 für den besten Produzenten, der geht wohl an mich. Monte, Tanzi und Rezo haben schon auf den Diss-Track reagiert. Und jetzt fehlt ja nur noch einer, der König himself. Nicht verstanden, Alter. Jetzt werde ich aber auch gleich fuchsig. Hat irgendeiner den Satz verstanden? Habe ich gedacht, jetzt endlich wirklich mal ein Hochkaräter, der mich mal disst, aber schade, muss ich echt sagen an der Stelle, Haftbefehl. Schade. Bitte einen ganzen Song. Wirklich, einen ganzen Song. Nur über Knossi. Ich hab Bock. Ich hab den Eindruck, der alte König spricht nicht mehr die Sprache des jugendlichen Volkes und Knossi hat den Text einfach nicht gerafft. Wenn ihr ihn gerafft habt, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Knossi hat sich ja ein paar härtere Disses gewünscht, deswegen schreibt doch mal eure kreativsten Pöbeleien gegen ihn in die Kommentare. Und der liebe Poker hat auch ein Musikvideo zu dem Song gedreht. Der Link dazu natürlich in der Videobeschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ich hab's gar nicht mitbekommen. Ja, das war mein Streamwecker. Also ich anfangen sollte zu streamen. Guck mal, für euch habe ich eine Stunde früher angefangen. Ja, ja, ja.